Hi, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei GG Reaction zu einer neuen K-Pop Reaction. Auf meiner Startseite wurde mir etwas vorgeschlagen. Shutdown, eine Coverversion von Gaho und KB, Cave, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall hatte ich dann ganz kurz reingehört in die ersten Sekunden, weiß nicht mehr, 15 Sekunden oder so. Man hört dann Klavier und dann kommt auf einmal... Also die Melodie mit Klavier gespielt und dann kam auf einmal so dieses Orchestralische und direkt abgehackt und dann wieder mit dem Klavier. Und das klang schon so interessant, dass ich direkt Stopp gemacht hatte und dachte, darauf möchte ich reagieren. Und ich glaube nämlich, das wird ziemlich cool, diese Coverversion. Und wollte euch dann auch direkt in diesem Zuge fragen, kanntet ihr jetzt diese Coverversion schon, als ihr eingeschaltet habt auf dieses Video? Kanntet ihr es noch nicht? Habt ihr es jetzt vielleicht erst durch meine Reaction ja kennengelernt? Und je nachdem, so oder so, wie findet ihr diese Coverversion? Würde mich auch interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst dem Video doch direkt schon mal gerne einen Daumen nach oben da, damit ihr es nicht vergessen habt, Ende des Videos zu tun. Und abonniert auch den Kanal. Wir hören jetzt rein in die Coverversion von Shutdown. Was ist das? Das hatte ich gehört und habe ich schon Stopp gemacht. Ganz anderer Vibe, ne? Es hat schon... also jetzt hier, einen Augenblick. Auch mit dem Video, dass das so alles in diesem dunklen Wald, das könnte auch schon hier so Halloween-Theme sein. Gefällt mir, es geht ein bisschen unter die Haut auch. Oh. Alter, ist das geil! Boah, ich hab gerade richtig Gänsehaut bekommen jetzt. Das hat ja richtig geil geklungen. Das ist so ein leicht spooky, dennoch. Ach, ich kann es schwer beschreiben. Jetzt. Oh, da habe ich gerade richtig Gänsehaut. Bisschen schon was von Transformers, gerade meine Performance. Oh ja, im Optimus Prime. Wir hören einfach noch mal rein und vergessen gerade eben das Geschehene. Oh, geil! Oh, geil, diese Version ist ja richtig krass. Auch hier, das erinnert mich gerade voll, aber so richtig an, oh Mann, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Imagine Dragons. Das erinnert mich gerade ein bisschen so an Imagine Dragons, so mit der Stimmlage von ihm. Könnte komplett gerade so sein. Auch das hier. Das ist doch, das könnte so von Imagine Dragons sein. Oh.
Oh, geil! Ey, die Version ist so geil! Aber er schafft das auch, ne? Ich kann das nicht. Ey, das geht nicht. Ich versuche bei diesem Song Shutdown immer so gut es geht mitzusingen. Und dann kommt halt der Refrain-Part und da verkacke ich komplett. Nämlich dieses Whippe, 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 Whippe. Ich kann Whippet, 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 Whippet nicht schnell aussprechen. Das geht nicht. Whippet, 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 Whippet. Könnt ihr das? Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr das könnt. Ich glaub's nicht, dass das kann kein Mensch. Das sind keine Menschen, das sind Maschinen. Whippet, 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 Whippet. Das geht nicht. Oh, ich krieg so richtig Imagine Dragon Vibe. Das klingt auch geil. Nur mit dieser Gitarre richtig schön begleitet. Und dann auch nicht gerade so richtig voluminös hier von dem Sound her, was das angeht mit der Gitarre, sondern nur wirklich einzelne kleine Riffs so. Wow, wow, wow. Wer ist dieser Gaho? Kennt ihr ihn? Wer ist das? Das klingt ja mal so awesome. Richtig gut. Ey. Schreibt es in die Kommentare, wie findet ihr den Coversong? Wie findet ihr diese Version? Wie findet ihr diese Version von Shutdown? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob es da Leute gibt, die sagen, nee, kann ich gar nichts mit anfangen. Oder ob ihr sagt, sogar besser als das Original. Ey, das Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer. Und das like ich auch direkt. Richtig, richtig gut. Ey, das war's schon mit der heutigen Reaction. Ich würde diesen Song jetzt auf jeden Fall mir mal oft reinkloppen in meine Ohren, sag ich's mal so. Danke, dass ihr da wart. Wie gesagt, Kommentare damit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Patrick und ciao, ciao.